Was genau ist mit... Okay. Die Menschheit ist eine zerbrochene Reihe freier Menschen, die aufgrund ihrer Subjektivität isoliert sind. Simone de Beauvoir. Der Brodem der Bastille hat sich verzogen. Ich sehe alles klar. Memorize, Sensen, die Leaper, die grausamen, geheimen Experimente. Alles hängt zusammen. Ich will diese falsche Utopie zerplatzen lassen, sie zerfetzen. Ich muss den Konzeptionswürfel finden, im Herzen von Charles Cartier-Wells Nemopolis. Dort wird der Sensen-Fluch gehütet. Sicher und warm, im kobaltblauen Schein von Memorized zentralen Servern. Nichts wird mich davon abhalten. Weder die mörderischen Maschinen, noch die brabbelnden Leaper, oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Stimmt, über unseren Vater wissen wir noch nichts. Wir wissen zwar, wer es ist, aber nicht, was er ist. Das verlorene Paradies. Halten Sie die Augen nach Auristenlager. Nemopolis. Oh, ich glaube, da bekommt gleich jemand sein Gedächtnis zurück. Ah ne, wir warten nur von hier weg. Lass Memorize implodieren, sodass die Welt selbst den Namen Cartier Wells vergisst. Wenn alles vorbei ist, stoßen wir auf David an. Danke, Olga. Wow, was für eine Rekrutin. Du hättest sie früher anheuern sollen. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Nemopolis. Nemopolis, das will auch. Oh. Oh Gott, ich muss rekonfigurieren. Nein, rekonstituieren. Ach, verdammt! Ich wusste es. Ich wusste es. Denke ich. Das war es. Da! Die Frau! Ich kenne sie. Sehr gefährlich. Hab sie schon mal gesehen. Nein, sie war... Stoppt sie! Stoppt sie jetzt! Da! Schnappt sie! Haltet sie auf! Schnappt sie! Los! Schnappt sie jetzt! Was war denn das hier? Trace. Irre und unvernichtbar. Ich krieg immer die Besten. Ah, Trace. Okay. Alles klar. Naja, nicht schlimm. Wir machen das mal. Hoffentlich Web 2 im Angriff diesmal. Ich hab keinen Bock auf mehr. Boah. Nein. Nicht erwischt? Nein, hab ich nicht. Hallo! Gute Nacht! So, da haben wir erst gekillt. Jetzt hätte ich... Oh, hier kann man schön ausweichen, das gefällt mir. Jetzt hätte ich gerne die beiden Schildtypen noch gekillt. Oder auch den da. Hauptsache, ich greife die anderen nicht an. Die würden mir jetzt zu viel Leben kosten. Mich jetzt zu viel Leben kosten. Ach, die haben das Ding und ein Schild noch zusätzlich. So, erster schön weg. Auch geil, wie ich einfach rumrenne, wie sportlich ich einfach mal bin. Aber auf über die Kiste kann ich nicht krabbeln. Ich bin massig sportlich, aber... So! Gekillt! Na dann, hauen wir mal drauf.
Eigentlich... Umso später eine Kiste wirkt, umso mehr krieg ich ja. Dann bin ich... Oh, aua! Aua! Das müsste ja heißen, wenn ich... mein Leben in einer Kette hinten habe... dass ich dann... nicht ganz so viel Leben verliere. Ja, komm, flieg mal ein bisschen schneller an den Punkt. Ja, okay, gut. Hab ich halt falsch gemacht. Auch nicht schlimm. So, beide Schilde weg. Das hat ja super funktioniert diesmal. Oh, das tat weh. Aber auch nicht so schlimm. Ich überlege gerade, ob ich den vielleicht doch mit Rost den Frieden. Ah, dann müsste ich natürlich erstmal angreifen, bevor ich das mache. Jetzt habe ich ihn erstmal angegriffen. Wollte ich, aua, wollte ich eigentlich nicht, aber. Schade. Das wird irgendwie, das wird knapp jetzt. Rost den Frieden mach ich nicht. Das wird mit alles knapp jetzt. Was mache ich jetzt? Okay, überlegen. Ich habe einen Angriff frei, allerdings wenn ich einen von denen treffe, war es das wahrscheinlich für mich. Wohl kann ich komplett sterben an dem Dingern? Ausprobieren. Nee, ich glaube sterben kann ich nicht. Das heißt, rennen und angreifen wäre wahrscheinlich das Intelligenteste. Ja, okay, ich kann nicht sterben an dem. Wenn ich schieße. Das ist ja wenigstens mal ein Vorteil, auch wenn ich das am Ende des Spiels bekomme. Das heißt auf Deutsch, ich kann die mit Rennen und Schießen besiegen. Dauert zwar ein bisschen, ist aber sehr effektiv dann. Was? Nur noch zwei? Sehr schön. Halt sie auf! Okay. Das ist total chillig eigentlich. Solange die keine übelsten Rennattacken oder sowas machen und solange die nur noch so sind in der Formation, ist das eigentlich übelst chillig. Kann jetzt mal einer von denen nicht kaputt gehen. Ich halte mir meine Sensens lieber noch bereit. Ich hab Gefühl, ich werde gleich brauchen für nächste Runde. Denn ich nicht glaube, dass eine Runde bleibt. So, das hat mir kein Leben gekostet. So, Nilin hab jetzt russische Gedächtnis-Erroristin. Total, ja. Alter, jetzt sterbt doch endlich mal, das gibt's gar nicht. Wie die aushalten? Ja gut, ich renne halt nur, ne, aber so sterbe ich wenigstens nicht. Ja, endlich. Wurde aber auch Zeit. Ja los, der kommt. Ich würde mich aber gerne mal wissen, ob ihr den so verletzt im Gedächtnis oder... So. Der wird aber in der nächsten Attacke jetzt sterben, oder? Ja, also, und jetzt. Leben holen an dem Typen hier. Und jetzt kommt noch... Alter, Alter. Wieder noch was kommt. Okay, warte, warte, warte. Warte. Rost in Frieden. Wo habe ich mich gesetzt noch? Okay, den kill ich mit meiner... Aua. Was? Nein! Oh nein! Ich will nicht den ganzen Kampf nochmal... Ah, das gibt da nicht! Alter! Natürlich!
Nein! Oh, sehr schön. Oh, cool. Okay. Hab ich den jetzt verletzt, oder? Okay, den habe ich verletzt. Oh oh, oh oh, weg hier. Ist er tot? Wow! Lass mich in Ruhe! Das war nicht so intelligent, da war er gerade geschützt. Der Hieb wird umgedreht sein. Okay, wenn ich das nicht nochmal machen muss, ist es natürlich chillig. Oh, au! Kann der hinten auch angreifen? Ja, okay. Den interessiert das nicht wirklich, ob ich bei Kisten bin oder nicht. Das war deine letzte Karte. Ja, glaube ich ja weniger. So, greif nochmal an hier bitte, kleiner Freund. Sehr schön. Jetzt warten wir, bis er sein. Gut, damit ist der auch gut. Und jetzt können wir hier ein bisschen Angreif üben. Angriff. Wir haben ja genug Mana, sag ich. Ich weiß echt nicht, wie das Trigger ist. Wir haben ja genug Mana, von daher. Ausgetrickst, kleine Lady. Ausgetrickst? Ja, gut, dann machen wir es halt. So ist mir auch egal. Jetzt drauf hier. So, dich überlasse ich. Und dann ist der Kampf ein leichtes. Knapp. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie ich es mal gegeben habe. Aber volle Kanne. So, dann komm mal her. Steht hier noch alles rum? Dreimal? Nein! Oh, Anfänger. Mich. Kann ich sehen? War's das? Nellen, finde diesen Wirrkopf von Claudi Zugangsprotokolle zum Konzeptionswürfel. Die gute Nachricht ist, dieses Mal ist er zu Fuß. Und die schlechte Nachricht? Sein Gedächtnis bröckelt weg. Er ist fast schon ein Leaper. Handle schnell! Wie kriege ich ihn? Er geht rauf zum Hauptsicherheitsposten im 103. Stock. Nimm den Lastenaufzug, um ihn abzufangen. Ich dachte, wir sollen Treppen laufen. Manuelle Entriegelung aktiv. Vorsicht an der Plattform könnte während der Fahrt. Wollten wir nicht nach oben? Oh nee! Oh nein! Nicht schon wieder so hier. Sensentarnung funktioniert bei dem PI nicht, oder? Austin Frieden funktioniert auch nicht bei dem Vieh. Okay, machen wir mal eine Logikbombe. Geht nicht? Oh oh. I want to go for four. Das geht alles nicht. Es ging nur mit der. Alles schön, wenn schon dein Kampf ist. Stopp. Ich verliere Öl.
Dann hau doch mal in die Erde rein. Wow, what the... Ah.